kam dann so langsam der Anbau auf uns zu. Es gab Koalitionen zwischen Bäuerinnen, Umweltorganisationen und vielen anderen in den ländlichen Regionen, die haben sogenannte gentechnikfreie Regionen ausgerufen. Die haben teilweise Jahre diskutiert, dass sie einen Vertrag gemacht haben, wo ganz viele Landwirtinnen und Landwirte, ob ökologisch oder nicht ökologisch wirtschaftend, gemeinsam unterschrieben haben, wir werden hier keine Gentechnik anbauen. Es gab dann einige Regionen, die haben noch zusätzlich quasi den Extrapassus gemacht, wir werden keine Gentechnik anbauen und wir werden auch keine Gentechnik in die Futtertröge packen. Das ist noch ein Schritt konsequenter und hat damals auch schon bedeutet, dass sie sich engagieren mussten, weil nämlich leider auch der riesengroße Raiffeisenverband immer so gesagt hat, man kann es nicht ändern, es tut und es bleibt, aber es ist einfach so, es ist alles in einem und dann kommt es da in so großen Silos und dann kann man es ja nicht mehr trennen. Und dann hat sich gezeigt, dass da auch Einkaufsgenossenschaften, Einkaufsgemeinschaften von Bauern gesagt haben, so, wir gehen jetzt mal los und wir suchen den Anbieter, der uns garantiert gentechnikfreies Saatgut anbietet, gentechnikfreies Futter anbietet. Haben die gefunden und finden die bis heute. Wir haben dann 2005 den ersten Anbau von gentechnisch verändertem Mais gehabt. Nur diese eine Sorte, Mohn 810, ein Mais, der so manipuliert war, dass er resistent war gegen den Maiszüchter bzw. mehrere Schädlinge, denn dieser Mais hat in jeder seiner Zellen ein Gift aus dem Bodenbakterium Bacillus thuringiensis produziert. Da war ein Genomschnitzel eingebaut. Viel kritische inhaltliche Auseinandersetzungen um diesen Mais speziell hat stattgefunden. Man kann BT-Gift sogar in der ökologischen Landwirtschaft verwenden, aber im Falle der gentechnischen Manipulation ist es in jeder Zelle der Pflanze drin, bis in die letzte Wurzelspitze und in jedem Pollen. Und das heißt, wenn die Bienen in dieses Feld hineinfliegen, weil sie Eiweiß haben wollen, eiweißhaltige Pollen rausholen wollen, holen sie eiweißhaltige Pollen mit gentechnisch veränderten BT-Sequenz in den Honig. Und das heißt, wenn die Maispflanzen am Ende ihrer Wachstumszeit abgeschnitten werden und die Stoppeln auf dem Feld verbleiben, dann bleibt im Boden der ganze Wurzelballen und bis in jede Zelle eine Dosis von diesem Mittelchen, von diesem BT-Gift. Es hat viele Diskussionen gemacht, der Maisanbau kam und dann hat die Auseinandersetzung auch nochmal an Schärfe gewonnen an dem Punkt. Es waren dann teilweise andere Gruppen, teilweise aber in enger Zusammenarbeit mit den vorherigen, die gesagt haben, so, wenn wir wissen, da soll ein Maisfeld angelegt werden. Es gab ein sogenanntes Anbauregister, man konnte im Internet vorher sehen, wo passiert was. Und dann sind die hingegangen und haben da Zelte aufgebaut. Zelte, Versorgungsinfrastruktur und meistens große drei Beine. Drei Holzstämme, die von unten nach oben gehen, oben zusammengebunden werden. Und oben hinein hat sich dann immer ein oder zwei Aktivistinnen reingesetzt. Festgebunden, angekettet oft auch. Und dort waren die dann auf einer Höhe von 5 bis 8 Metern. Die haben riesige Baumstämme auf die Felder geschleppt. Und das wurde dann zu einem Symbol dieser Feldbesetzung und zu einer Herausforderung für die Polizei, weil man kann nicht so einfach Leute, die da oben zwischen einem Treibbein hängen, wieder herunterholen. Diese Feldbesetzungen haben sehr viel Sympathie bekommen von Nachbarn, auch von vielen Bäuerinnen und Bauern, weil es waren einzelne Betriebe letztlich, die diesen Anbau gemacht haben. In Brandenburg teilweise auch große, weil da ist das fast die Grundstruktur, da haben wir viele LPG-Nachfolgebetriebe, die sind riesengroß. Und wir haben dort viele Interviews geführt und immer wieder auch die Rückmeldung bekommen, die sind verdammt verschuldet. Die entscheiden gar nicht mehr selber, was sie anbauen. Die haben nämlich die Schulden genau bei den Saatgutunternehmen. Und ich war dann in einer Initiative, die von 2005 bis 2009 Feldbefreiungen durchgeführt hat. Es war noch eine Eskalation mehr und ganz schön verboten. Und auch ganz schön schwierig, weil wir haben gesagt, in dieser Situation halten wir es für richtig, auf Felder zu gehen und Pflanzen zu zerstören. Wir wissen, dass wir auf Felder von Bauern gehen und wir wissen, dass wir den Bauern damit etwas zerstören, was sie angebaut haben. Und wir haben, um das zu kommunizieren, ganz viel Aufwand betrieben. Wir sind wochenlang, wir haben ein Feld oder eine Ecke ausgesucht, dreimal in Brandenburg, einmal in Franken und sind dort immer wieder hingefahren, in die Dörfer und in die Kneipen und haben dort Abendveranstaltungen gemacht, wer wir sind und warum wir so etwas tun wollen. Und was wir damit aber auch nicht ausdrücken wollen. Und vor was die Menschen auch keine Angst haben müssen. Weil es ging niemandem darum, irgendwelche Bäuerinnen und Bauern anzugreifen. Wir wollten keine Unruhe, keinen Stress für irgendwelche Tiere in benachbarten Stellen verursachen.
Und wir wollten auch vom Umgang und vom Auftreten her einfach signalisieren, warum wir es für nötig halten, zu einem solchen Schritt zu gehen. Wir haben in jeder der Fälle ein mehrtägiges Camp, Zeltlager dort organisiert und wir haben es geschafft, dass dort auch Neugierige aus den Orten kamen. Wir haben meistens eine öffentliche Podiumsdiskussion gemacht, die sehr schön dekoriert mit internationalen Referenten auch inhaltlich interessant war, denn auch international gab es immer Leute, die gesagt haben, wir hoffen sehr, dass ihr es in Deutschland schafft. Wenn nämlich in Deutschland die Abneigung gegen die Gentechnik kippt, dann kippt auch die Anbauabneigung in vielen anderen Ländern nochmal ganz anders. Wir hatten einen brasilianischen Referenten, der ist damals viel durch die Gegend gereist und ist jetzt wieder in Brasilien und dort direkt in der Begleitung von Landwirtschaften, die sich weiterentwickelt. Wir haben in jedem dieser Aktionswochenenden einen Gottesdienst gehabt, fast immer in der Kirche des Dorfes, einmal auf dem Camp, dann aber auch mit einem lokal bekannten Pfarrer und haben thematisiert aus dieser Perspektive, warum man diskutieren muss, ob man sowas mit auf die Äcker holt. Warum man diese Gegenwehr vielleicht noch leisten sollte, weil sich so viel anderes mit verändert. Die Politik hat damals immer von der Koexistenz gesprochen, hat gesagt, das ist gar kein Problem, dann soll doch der eine Bio machen, soll doch der andere konventionell machen und soll doch der dritte Gentechnik machen. Das klingt schön, passt aber leider nicht, weil der Wind einfach nicht die Grenze sieht und dann die Pollen trotzdem auf das andere Feld schiebt. Und weil jetzt viele Dinge passieren, die man nicht mehr kontrollieren kann und das mit dem Zurückrufen, das funktioniert bei gentechnisch veränderten Pflanzen, Saatgut und Pollen leider ja auch nicht. Da hatten wir die Feldbefreiungen und wir hatten sehr, sehr viel Aufmerksamkeit dafür. Ich habe ganz viel Presse ausgewertet. Ich habe keine Zeitung gefunden, die geschrieben hat, da kommen rücksichtslose Chaoten aus der Stadt und trampeln alles platt. Sondern alle haben das aufbereitet, haben viele Gespräche geführt in dem Ort, haben natürlich auch schöne Actionfotos bekommen. Das finden Presse ja für die Auflage gut, weil es wurde auch viel gerannt und es wurde auch gab auch lustige Szenen, wo dann Polizisten und Aktivisten durch den Schlamm gekullert sind. Es ist aber gewaltfrei abgelaufen und es waren grandiose Bilder und eine grandiose Aufmerksamkeit für dieses Thema. Und immer noch weitere Aktionen. Wir hatten in Mecklenburg-Vorpommern Prozesse gegen einen Feldbefreier, der dann irgendwann gesagt hat, er macht jetzt noch was anderes. Da ging es um ein Versuchsfeld und da kam er auf die Idee, das war ein Versuchsfeld mit gentechnisch veränderten Kartoffeln. Und dann hat er ein paar Säcke Bio-Kartoffeln gekauft und eine große Schleuder, so ein Gummiding. So. Und dann hat er mit dieser Schleuder Kartoffeln, Bio-Kartoffeln auf das Versuchsfeld geschleudert. Eigentlich denkt man, das ist total albern. Aber es hat sofort Presse begleitet und es gab dann eine riesige Diskussion, ob man ein Versuchsfeld mit gentechnischen Kartoffeln noch auswerten kann, wenn dazwischen nicht gentechnisch veränderte Kartoffeln keimen, die irgendwie aus dem Biosäckchen gekommen sind. Und tatsächlich ist dieser Versuch abgebrochen worden. Es gab eine Klage gegen die Aktivisten und es gab eine Serie von köstlichen Prozessen, die mit Freispruch geändert haben. Also das sind auch schon Dinge, die spannend sind. Und was eben passiert ist, 2009 gab es keinen Anbau von den Genmais mehr. 2008 hat noch Ilse Aigner, damalige Landwirtschaftsministerin, den Anbau von Mohn 810 verboten. Und in den Jahren danach gab es noch Versuchsfelder, die ziemlich viel Stress bekommen haben von unbekannten Aktivisten, die dann auch nachts da waren. Und inzwischen gibt es es nicht mehr. Wir haben trotzdem via Futterdruck und über die Schiffe aus Südamerika jede Menge gentechnisch verändertes Soja und auch gentechnisch veränderten Raps als Tierfuttermittel. Aber im Anbau ist es im Moment sehr klar. Und die Perspektive, wie das weitergeht und was sich daraus entwickeln kann, ist natürlich noch offen, habt ihr bestimmt mitbekommen, obwohl im Koalitionsvertrag steht, dass Schwarz-Rot wissen, dass die Menschen in Deutschland das mit der Gentechnik nicht so schätzen, hat Angela Merkel mit einer ganz komischen Strategie eine Zulassung von einem Mais quasi ermöglicht. Dann gab es aber wiederum eine große Diskussion und inzwischen darf jedes Land in der EU selber sagen, ob sie den Anbau wollen oder nicht. Und im Moment gibt es auch aus Deutschland ein Nein zu dem Anbau der momentan so in der letzten Zeit beantragten Sorten. Wir haben aber auch aus Deutschland immer noch Unternehmen, die massiv auf Gentechnik verdienen, halt nicht hier. BASF, Bayer Crop Science, die haben auch einen super Seller wie Monsanto, wobei sie schon kleiner sind im internationalen Vergleich, verkaufen auch ein Saatgut, Herbizidresistenz und das Herbizid gleich dazu im Paket.
spannend, dass so etwas passiert und wie vielfältig die, das gemeinsame Ziehen an der Veränderung sich da entwickelt hat. Vielleicht schneller den weiteren Durchgang. Wir können nämlich auch nochmal gucken, fände ich schön in der Diskussion zu gucken, was bei euch und bei Ihnen selber Thema ist, vor Ort anliegt. Im Moment ist ein sehr breites gesellschaftliches Bündnis zum Thema Freihandelsabkommen unterwegs, das TTIP-Abkommen. Und das ist auch eine Frage, die dürfen wir nicht außer Acht lassen, wenn wir über die Zukunft der Landwirtschaft reden wollen. Ganz definitiv wird ein TTIP eine massive Veränderung für nochmal die Rahmenbedingungen von Landwirtschaft in Deutschland bringen. Da gibt es ein paar Marktoptimisten, die sagen, die kann man ja vielleicht im Zaum halten. Da gibt es krasse Pragmatiker aus dem Bauernverband, die sagen, ja, das ist dann so, aber überleben können wir sowieso nur dann, wenn wir jetzt noch schnell auf mehr Agrarindustrie setzen. Und es gibt ein ganz breites Bündnis von Leuten, die sagen, nein, wir setzen dagegen. Und dieses Bündnis ist auch wieder bunt, da sind Bäuerinnen und Bauern dabei, da sind Leute aus der Kultur, aus der Ökologiebewegung dabei, da sind Unternehmer immer mehr dabei, die nämlich auch feststellen, wenn man nicht groß genug ist, dass man auf diesem internationalen Markt mitspielen kann, hat man selber am Ende vor allem viele Nachteile. Und es geht wirklich darum, für die Zukunft Spielräume zu erstreiten und zu erhalten. Denn das TTIP würde alles, was ich bisher gesagt habe und was ich gleich noch sage, deutlich schwerer machen. Und trotzdem ist es nicht das Einzige. Also ich kriege auch manchmal Bauchweh, muss ich zugeben, wenn ich mir manche TTIP-Demos anhöre. Und dann kriegt man zwischendurch den Eindruck, die USA sind des Teufels und in der EU ist alles wunderbar. Das gilt nicht, das gilt auch in der Landwirtschaft nicht, auch wenn in den USA dann manches noch krasser weiterentwickelt ist. Aber wir haben hier auch sehr, sehr viel zu tun. Ich bin jetzt kurzer Blog, Eigenwerbung, mache ich aber auch kurz, könnt ihr nachher nachfragen. Aktion Agrar ist noch ein ziemlich frisches Projekt. Ich bin Fan von diesem guten Demo-Bündnis, das ist bestimmt schon deutlich geworden. Und wenn man so ein Demo-Bündnis hat mit vielen Verbänden, die sind zum Teil groß, zum Teil klein, die sind oft langsam, nur manche davon sind schnell, und die müssen sich gemeinsam einigen, wie die Demo aussieht. Die haben recht schnell gemerkt, man einigt sich da nicht auch noch auf ganz konkrete Forderungen. Man muss quasi so ein bisschen Dachforderungen finden, wo alle irgendwie was sich darunter vorstellen können, aber man kann tagesaktuell praktisch sich nicht einmischen. Und wir haben gesagt, da haben wir Lust zu, und deswegen haben wir Aktion Agrar gestartet und haben gesagt, das funktioniert. Wir haben erst im Januar diesen Jahres mit nach außen wirken angefangen und arbeiten gerade an der Entwicklung unserer vierten Kampagne. Die ersten Monate waren für uns ganz stark Thema die Düngeverordnung, aktuell immer noch in Überarbeitung. Da geht es letztlich darum, was sind die Regeln für die gute fachliche Praxis beim Düngen. Es geht darum, wie viel Gülle kommt auf welche Fläche und wie schützen wir unter anderem das Grundwasser und die Fließgewässer vor zu viel Nitrat am Ende und damit aber auch uns alle, weil das ist keine gute Idee, zu nitrathaltiges Wasser hinterher zu haben. Wir haben viel gearbeitet zu Stratruf. Das ist nur einer von etlichen, aber einer, der besonders prägnant versucht hat zu zeigen, dass man ganz groß industriell rangehen kann an die Produktion von Schweinen. 1,5 Millionen Schweine pro Jahr schmeißt der Herr Stratruf auf den Markt. Wer hat das bisher getan? Und er hat Ende letzten Jahres ein Tierhaltungsverbot bekommen. Da waren die Aktivisten, Veterinäre und ein Landrat in Sachsen-Anhalt, die sehr, sehr gut gesammelt haben, was der Herr sich zu Schulden hat kommen lassen, die damit auch zeigen, der Mann ist in 5 Bundesländern in Deutschland und in einigen anderen Ländern mit Tierhaltung in ganz großem Stil dabei. Er hat überall systematisch lieber Strafen gezahlt, als irgendwas zu verändern, was hinterher seinen Gewinn schmälert. Und er hat dann in Sachsen-Anhalt die rote Karte bekommen. Und wir haben uns dann hingesetzt und haben recherchiert und zusammengetragen, wie sieht denn das eigentlich aus, wenn so ein Mann an so vielen Orten so viele Schweine hält. Und wir haben geschaut, das sah sich so, sah so ein bisschen aus wie bei der Deutschen Bank oder bei Lidl. Er hat ein riesiges Geflecht von Firmen aufgebaut, ein verschachteltes Ding mit 15 bis 20 GmbHs, die alle wiederum miteinander verknüpft sind und einer Holding mit einer Holding Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträge geschlossen haben. Wir haben es dargestellt, haben diese Prozesse begleitet, die immer noch laufen, weil er sich jetzt natürlich auch wehrt gegen das Tierhaltungsverbot, aber auch ziemlich geschickt Strohleute eingesetzt hat, die auch formal in seinen vielen GmbHs die Geschäftsführung übernommen haben. Und wir haben in den letzten Monaten mit der Kampagne Leere Tonne mit Leuten aus der Stadt zusammengearbeitet. Da gibt es
inspiriert durch den Film Taste the Waste von Valentin Thurn. Aktivisten, die sagen, hey, wir retten Lebensmittel, wir wollen nicht, dass so viel weggeschmissen wird. Wir gehen zu Supermärkten und reden mit denen und lassen uns dann das geben, was die übrig haben, dass sie schon die Tafel nehmen. Und die sind in vielen Städten sehr, sehr umfangreich aktiv und haben dann, als in Frankreich im Mai ein Gesetz beschlossen worden ist, dass Supermärkte Lebensmittel nicht mehr wegschmeißen sollen, haben sie gesagt, oh Mensch, das wollen wir auch. Und da können wir doch auch zu aktiv werden. Da laufen gerade jetzt Aktionen in der Vorweihnachtszeit, da liefen Aktionen im Herbst. Und das war auch bunt und vielfältig. Und hat mir auch gezeigt, dass es spannend ist, Leute noch mehr zu politisieren, die erstmal sagen, hey, ich will ab und zu lieber Essen retten als weggeschmissen sehen und außerdem nebenbei Vorteile, ich zahle für nichts. Das sind ein paar Fotos von Aktionen, die wir durchgeführt haben. Das ist hier in Bad Homburg bei der Agrarministerkonferenz, die zweimal im Jahr stattfindet. Und die Damen mit den Helmen.